Servus, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zu meinem IWA-Vorstellungsvideo. Und zwar geht es jetzt hier, ihr seht es schon, um die neuen Diana Pressluftgewehre. Wir haben hier eine ganze Menge an Neuheiten. Und zwar gibt es zum einen die P1000 Evo 2 Serie. Diese gibt es mit dem Target Hunter Lochschaft zum einen als Luxusversion, das ist dann ein brauner Walnussholzschaft. Dann gibt es als Black mit einem schwarzen Schaft und die normale Target Hunter mit einem Buchenholzschaft. Darüber hinaus gibt es die P1000 Evo Black und die P1000 Evo. Bei der Black handelt es sich um ein Modell in Schwarz und die Evo hat einen braun-schwarzen Schaft. Die P1000 Evo 2 wird es als zwei Varianten geben. Zum einen als 4,5 mm Kaliber mit einer Leistung bis zu 29 Joule. Und dann wird es noch eine 5,5 mm Kaliber geben bis zu einer Leistung von 44 Joule. Die P1000 Evo 2 arbeitet jetzt mit einem Fülldruck von maximal 200 Bar. Die erste Serie hat noch mit einem Fülldruck von maximal 300 Bar gearbeitet. Bei der P1000 Evo 2 hat es mir gerade die Kombination aus braunem Walnussholz und dem Schwarz sehr angetan. Also da gefällt mir dieser Target-Hunter-Schaft wirklich unglaublich gut. Dann haben wir die Skyhawk-Serie. Dabei handelt es sich um ein Pressluftgewehr im Bullpup-Design. Diese gibt es zum einen mit einem Schichtholzschaft, sprich Laminated nennt die sich, einem Walnussholzschaft, dem schwarzen Schaft und dann wird es noch eine mit Buchenholzschaft geben. Die Skyhawk wird es im Kaliber 4,5, 5,5 und 6,35 mm geben. Die Magazinkapazitäten unterscheiden sich dann. Bei 4,5 haben wir 11 Schuss Magazin. Bei 5,5 mm haben wir ein 9-Schuss-Magazin und bei 6,35 mm haben wir ein 8-Schuss-Magazin. Die 4,5 mm Variante wird es bis zu einer Leistung von 26 Joule geben, die 5,5 mm Variante bis 44 Joule und die 6,35 mm Variante bis zu einer Leistung von 52 Joule. Dann haben wir noch die Diana Outlaw, die arbeitet bis zu einem Fülldruck von maximal 250 Bar, gibt es auch im Kaliber 4,5, 5,5 und 6,35 mm. Die 4,5er hat eine Magazinkapazität von 13 Schuss, die 5,5er hat eine Magazinkapazität von 11 Schuss und die 6,35 hat eine Magazinkapazität von 9 Schuss. Die 4,5er gibt es bis zu einer Leistung von 30 Joule, die 5,5er bis zu 45 und die 6,35 mm Variante bis zu einer Leistung von 60 Joule. Hier seht ihr dann noch die Diana Storm Rider. Die gibt es als Version 4,5 mm mit einer Magazinkapazität von 9 Schuss bis zu einer Leistung von 27 Joule und als 5,5 mm Variante mit einer Magazinkapazität von 7 Schuss bis zu einer Leistung von 35 Joule. Das Gewehr arbeitet mit einem maximalen Fülldruck von 200 Bar. Dann haben wir hier noch die Diana Bandit. Diese Pistole gibt es mit einem Kaliber 4,5 mm mit 9 Schuss bis zu einer Leistung von 13 Joule und als 5,5 mm Variante mit 7 Schuss bis zu einer Leistung von 16 Joule. Das war's von meiner Seite aus wieder. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.